Und wir haben noch eine Minute. Okay, komme ich da jetzt rauf, ohne dass mich jemand verdächtigt? Ja! Okay, und jetzt stopp jetzt. Nein, ihr versteht es nicht. Nur noch das Wurfmesser, den da unten. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Wer hat die Kraft gefunden, im Kampf um unsere glorreiche Kultur aufzustehen? So. Ruhe im Karton. Und jetzt noch eine halbe Minute, um ganz gechillt zum Informanten zurück. Das muss doch machbar sein. So, hier runter und Mönch. Lass mich doch durch, Mädel. Lasst mich durch. Lasst mich durch, ihr verdammten Idioten. Oh nein, es wird knapp von der Zeit. Aber warum passiert mir das immer? Und wo ist der Drecksinformant? Wo ist der Informant? Jetzt nee, oder? Nein, ich bin falsch rumgelaufen. Nein! Nein, nein, nein. Einfach nur nein, nein, nein. Er hat gar nicht hingesehen. Okay, Leute, ich mache das jetzt mal ganz kurz schweigsam und spule das vor. Bis gleich. Thank you.
euch so schnell und an einem Stück wiederzusehen. Ich muss zu meiner Familie, aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Nein. Ich will mein Schicksal nie wieder mit deinem verknüpft haben, wenn du mir jedes Mal so blöde Aufgaben gibst. Boah, endlich. Ich dachte schon, ich schaff das nie. Okay, wir müssen uns da wirklich mal eine Regelung überlegen, Leute, weil ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock, bei solchen Sachen das 10-mal zu versuchen. Es ist dann zwar schon ein cooles Gefühl, wenn man es endlich geschafft hat, aber der Weg dahin. Oh. Gut, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Ich war, ja okay, ich habe eh nichts gesagt, aber innerlich, meine innere Stimme war so kurz vorm absoluten Rage-Anfall. Boah. Oh, und jetzt rein in dieses blöde Büro und wir haben es geschafft. Hallo. Was gibt es Neues? Nix. Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Immer doch. Achso, die Feder müsste ich vielleicht noch nehmen. Nimm sie doch. Ach, du hast sie schon. Ja, dann geh doch raus. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, ich habe jetzt so Bock, das Attentat zu machen, nachdem ich jetzt gerade die ganzen Leute hier 10-mal dieselben Personen abschmeißen durfte. Jetzt möchte ich endlich jemand anderen beseitigen. Und zwar den hier. Wie hieß er? Al-Jubair? Oder bringe ich da schon wieder was durcheinander? Na, egal. Los geht's! Mit Vollgas und Karacho! Okay, das ging jetzt gerade nicht so gut. Hallo! Ah, guck, Träger! Oh, gut. Auch gerade rechtzeitig auf die Leute beiseite schieben Taste gedrückt. Ja, genau. Nochmal zum. Oh. Da wird schon gefackelt. Ich will eigentlich nur die Flagge. Flagge! Nochmal zu vorhin. Wie fandet ihr jetzt da meine Lösung, das dann so zusammenzuschneiden? Oder fandet ihr das nicht so berauschend? Ist euch das auf die Nerven gegangen? Soll ich nächstes Mal wieder alles aufnehmen? Ich glaube, ich habe da jetzt schon so eine halbe Stunde rumprobiert. Das war jetzt nicht so berauschend. Vor allem nicht zum Zuschauen. Oh, ich höre schon das Knistern des Feuers. Ich gehe jetzt mal oben rum, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie die Tür dazu haben. Außerdem finde ich es hier oben richtig cool. Ah, ich glaube, ich bin auch richtig, oder? Ja. Haha, ich kann hell sehen.